Willkommen zu Crank Investigativ. Das heutige Thema, das geheime Leben der polnischen Kino-Superstars. Kennt ihr einen polnischen Kino-Superstar? Mal eher nicht, ne? Woran liegt das, Sarah? Ganz einfach. Nach den massiven Vorwürfen gegen Roman Polanski hat sich in Hollywood, naja, wie soll man sagen, eine Art anti-polnische Grundhaltung manifestiert. Es gibt natürlich Top-Darsteller aus Polen, die haben sich aber überlegt, sich coole Künstlernamen zu geben, damit ihre polnische Herkunft einfach nicht so auffällt. Aber zwei großartige Topstars aus Polen sehen wir hier. Die dürften euch bekannt sein, denn der eine davon ist schließlich der schlechteste Pirat, von dem ihr je gehört habt. Ja, aber das ist Johan Debski und Oleg Blomski. Beide kommen aus dem polnischen Ort Grysz und haben sich in jungen Jahren an die Hollywood-Kinosets geschlichen, um sich die teuren Autos der Superstars auszuleihen. Bis sie von Gore Verbinski, ebenfalls ein Pole, entdeckt wurden und für Fluch der Karibik gecastet wurden. Ja, ein anderes Beispiel ist Arno Schwarznowski. Der wurde an der polnisch-österreichischen Grenze in einem Bambuskorb von seinen Adoptiveltern gefunden, ordentlich aufgepäppelt und hat sich dann in jungen Jahren überlegt, nach Amerika zu gehen, Schauspieler zu werden und später sogar Politiker. Branko Wilnowski wäre noch einer, Sohn polnischer Einwanderer, verdiente sich anfänglich mit Werbespots seine Dollar, bis ihn John McTiernan als John McClane für Stirb langsam engagiert hatte. Ja, aber Branko weigert sich bis heute, seine polnischen Wurzeln zu akzeptieren und sagt bis heute nicht den original polnischen Namen von Stopp langsam, Szklane Pulapse. Ah, wo ist das Problem? Ich finde, polnische Darsteller, steht zu euren polnischen Namen und eurer Herkunft und tretet auch als solche in den Filmen auf. Go Polska! Polska! Polenta! Bei dem polnischen Thema habe ich mir natürlich einen klassischen polnischen Cocktail einfallen lassen. Und zwar den Polenböller. Wohlbekommst, würde ich sagen. Bitteschön. Das war natürlich alles nur Spaß. Ich habe mich einfach nur beim Einkaufen vergriffen und den falschen Sirup genommen. Ihr nehmt den, der im Rezept steht, und macht das nach meinen Anweisungen ganz normal. Wir fangen an mit Wodka. Polska. Davon nehmen wir 4 cl. Darauf kommen tatsächlich mehr als 8 cl Cranberry-Saft. Und für euch, wie im Rezept angefügt, ich nehme den Sirup. Dann shaken wir das Ganze durch. Füllen es ins Glas um. Und damit das auch ein Böller wird, kommt darauf dann Tabasco. Bitteschön, je nachdem, wie ihr wollt. Das war Crank Investigativ für diese Woche. Macht's gut, zum Wohl und abonnier die Scheiße!